Moin Moin, Servus und Hallo, hier ist Tabletop Lenny und ich möchte euch mal wieder zeigen, was auf meiner Arbeitsplatte los ist. Im Moment arbeite ich an einem Dschungelgelände-Set. Das geht in Richtung Fantasy, Warhammer, Alte Welt, Lustria und hat auch einen gewissen Touch in Richtung Inka Maya. Und wie das Ganze genau aussieht, welche Techniken und Materialien verwendet wurden, möchte ich euch dann gerne auf der Arbeitsplatte zeigen. Also bis zum nächsten Schnitt. So, dann wollen wir mal einen Blick auf den Arbeitsplatz und das gesamte Projekt werfen. Das Projekt besteht aus zwei kleineren Bases mit Vegetation und Ruinen, dann aus einem größeren Hügel, der auch überwuchert ist und auch mit Vegetation ausgestattet ist, dann aus zwei kleineren, eher linearen, länglichen Bases und aus der großen Stufenpyramide. Die Materialien, die ich für die verschiedenen Geländestücke verwendet habe, sind überall ähnlich, also der Aufbau ist ähnlich. Und welche Materialien und Techniken konkret verwendet wurden, möchte ich anhand der Stufenpyramide gleich im Detail zeigen. Und die Bemalung ist bis auf das eine Stück hier auch noch nicht abgeschlossen. Für die Grundfarben habe ich größtenteils die Airbrush verwendet. Dann bin ich hier schon mal mit ein paar Washes drüber gegangen. Und der nächste Schritt wird dann sein, die Details zu bemalen. Vorher möchte ich aber auch noch an der Pyramide weiterkommen und hier die letzten Bauarbeiten quasi beenden, um dann letztendlich alles gemeinsam im Einschub fertig zu bepflanzen und zu bemalen. Und nach dem nächsten Schnitt werden wir uns dann mal angucken, wie die Pyramide entstanden ist. Das ist die Pyramide. Die Pyramide selber, also der Unterbau der Pyramide, ist aus Styropor gebaut. Dann habe ich drumherum eine Verkleidung aus Styrodur geklebt. Die Styrodur habe ich mit dem Proxon-Schneider geschnitten und die Kanten habe ich mit Schleifpapier abgeschliffen, sodass es ein bisschen runder und natürlicher wirken. Dann habe ich die Styrodur-Plättchen mit einem Stein und mit einem Stempeltool, das ich mir selber mal aus Green Stuff gebaut habe, geprägt, sodass eine Steinstruktur drin ist. Hier nochmal der Grundaufbau des Modells aus MDF, Styropor und Styrodur. Das obere Teil, diese Statue, ist der obere Teil, also der ist gegossen aus Stevalin. Den habe ich selber aus Fimo modelliert und dann eine Form davon erstellt. Das können wir uns gleich auch nochmal im Detail angucken, wenn wir so ein bisschen auf die Materialien noch eingehen und auf die verschiedenen, auf die Bäume, die ich verwendet habe. Der untere Teil ist wieder aus Styrodur geschnitten und dann mit den Reliefs, die ich selber hergestellt habe, beklebt worden. Den werde ich auch abnehmbar lassen, sodass man, wenn man es braucht, halt oben noch etwas mehr Platz zum Spielen hat. Dann die Treppe wiederum ist auch aus Styrodur geschnitten, die wird auch abnehmbar bleiben, damit man halt im gegebenen Fall auch hier noch Miniaturen draufstellen kann und somit halt nicht eine grobe Treppe hat hier oder gar keine Treppe, sondern man hat eine Treppe, die bestimmt, die finde ich auch so ganz schick aussieht und das dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Realismus gibt, aber man kann sie halt wegstellen, wenn man die zu Spielzwecken braucht. Hier im vorderen Bereich wird so Brutbecken quasi gehen, die werde ich mit transparenten Kunstharz füllen und da habe ich noch so kleine Echseneier quasi, so Echseneiergelege für modelliert und die gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Das sind auch wiederum Abgüsse aus Stevalin und die muss ich noch bemalen und noch verbauen, aber das werde ich, die werde ich vorher bemalen, weil man ansonsten schlecht rankommt und die Details ansonsten schlecht bemalen kann. Dann gucken wir uns gleich nochmal hier die Vegetation aus einem anderen Angel an und die Rückseite der Pyramide, weil die Pyramide ist nicht komplett, sondern wurde auf einer Seite zerstört und ist dann überwuchert worden von Bäumen und durchwachsen mit Wurzeln. Aber das gucken wir uns gleich nochmal in einem anderen Ausschnitt an. Ja, die Styroporplatten, die das Styropor-Grundkonstrukt quasi verkleiden, die habe ich dann nochmal mit den Reliefs, die ich modelliert habe, dekoriert.
Als Felsen für das gesamte Projekt habe ich Kork verwendet. Ja, und ich würde sagen, wir gehen dann mal weiter zu den Wurzeln und zu den Bäumen und gucken uns an, wie die entstanden sind. So, das ist die Rückenansicht der Pyramide. Wie man sieht, ist ja ein größerer Teil eingebrochen oder zerstört worden und dann überwuchert von Pflanzen. Die Pflanzen sind, habe ich günstig auf eBay erstanden und habe die dann mit der Airbrush übergesprüht, musste aber noch ein bisschen weitermachen, habe jetzt erstmal nur die Grundfarben aufgezogen. Die sind und werden, die größeren zumindest, werden modular bleiben. Also das bedeutet, die kann man hier einfach aus den Wurzeln quasi rausziehen. Und die Wurzeln selber habe ich aus feinem lufttrocknenden Ton gearbeitet, zumindest die gröberen Teile. Und bei den ganz feinen Wurzeln habe ich ein bisschen mit Green Stuff gearbeitet. Die sind auch noch nicht ganz fertig. Ich habe auch zwei verschiedene Töne hier, weil mir der eine ausgegangen ist, der weiße. Jetzt musste ich mit diesem hautfarbenen weitermachen. Die werden dann nachher noch, um diese kleinen Trocknungsritzen quasi zu schließen, mit einer Schicht wasserverdünnter Spachtelmasse übergepinselt. Und somit hat man dann eine relativ glatte und gleichmäßige Wurzeloberfläche. Für die Wurzeln habe ich lufttrocknenden Ton zwischen zwei Siebdruckplatten zu Schläuchen ausgerollt, die ich dann im nächsten Schritt auf dem Modell zum eigentlichen Wurzelwerk verbaut habe. Und geglättet habe ich die Wurzeln mit wasserverdünnter Spachtelmasse, um die kleinen Risse und Poren zu verschließen. Das Ganze erinnert so ein bisschen natürlich an die überwucherten Tempel von Angkor Wat. Und ja, die verschiedenen Teile, die hier so sich aufgelöst haben oder bei der Zerstörung runtergefallen sind, die finden sich natürlich hier auch in dem Geröllfeld wieder. Also die Eckquader, die komplett aus Styrodur gegossen sind, dann die bläulichen Hartschaumplatten und auch die ein oder andere Reliefplatte, die aus Stevalin gegossen wurde. Ich habe mich dazu entschlossen, das so zu machen, weil ich einfach diesen überwuchernden Bereich noch ganz interessant fand und es auch irgendwo, ja, wenn man so das Internet durchforstet, sehr viele intakte Pyramiden gibt. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal eine Pyramide, die an einer Stelle nicht mehr intakt ist. Vielleicht wurde die von einem magischen Geschoss getroffen oder von einem Katapult oder es ist ein Meteor abgestürzt oder es gab einen Baufehler. Wer weiß das schon? Das ist auf jeden Fall die Rückseite der Pyramide. Hier sieht man auch nochmal ganz schön die verschiedenen Reliefe, die ich überall aufgeklebt habe und jetzt an einigen Stellen noch etwas nacharbeiten muss, weil ich werde nochmal mit verdünntem wasserlöslichem Spachtel dran gehen, um die kleinen Hinterschneidungen und diese kleinen Spalten, die teilweise hinter den kleinen Reliefplatten vorhanden sind, quasi noch zu verspachteln und somit eine ebenmäßigere Oberfläche oder letztendlich einen besseren Übergang zwischen dem aufgeklebten Stevalinteil und der Styrodurplatte zu erzeugen. Das Base von dem ganzen Modell ist aus MDF. Den Unterbau habe ich aus Styropor gefertigt. Styropor lässt sich wunderbar schleifen, ist günstig und sehr leicht. Man sollte aber auf jeden Fall eine Atemschutzmaske bei der Verarbeitung benutzen. Und das Ganze ist dann verspachtelt worden mit wasserlöslicher Spachtelmasse und strukturiert worden mit allerlei Teilen, die zum Bau gehören und Sand und kleinen Steinen und Kork. So, dann gucken wir uns gleich noch ein bisschen im Detail die Pflanzen an und die verschiedenen Modelle, die ich gesculpt habe und abgegossen habe. Und da zeige ich auch noch ein bisschen, wie ich das gemacht habe, was ich für Formen gebaut habe und was ich für Massen verwendet habe. Und das sehen wir dann aber in der nächsten Einstellung, wenn ich hier ein bisschen für Platz gesorgt habe. So, jetzt werfen wir nochmal einen kleinen detaillierten Blick auf die Mastermodelle, die ich quasi modelliert habe, um halt noch ein bisschen mehr Details in das ganze Gelände reinzubringen. Da habe ich mit den üblichen Modelliermassen gearbeitet. Hier habe ich bei diesen Alien-Echsenmenschen-Eiern mit so ziemlich allen Massen, die ich da hatte, gearbeitet. Der hellgraue Fuß ist aus Fimo. Dann habe ich die Eier selber aus Green Stuff gerollt und dann noch mit so einer kleinen Netzstruktur überzogen, die aus Beast Putty besteht.
Dann wurden davon Formen hergestellt. Da habe ich mir ja aus MDF und einer etwas dickeren Multiplex-Platte, so kleine Formen, die man mit einer Schraube öffnen und schließen kann, gebaut und dann daraus halt Silikonformen für die Eier und für die Reliefs hergestellt. Gegossen in Stibalin und ja, jetzt müssen sie letztendlich nur noch bemalt werden und verbaut werden. Hier sieht man die Sculpts von den Reliefplatten auf einer Siebdruckplatte, gefertigt aus Bees Putty mit den üblichen Modellierwerkzeugen. Und im nächsten Bild sehen wir nochmal die Alien-Eier in der Form, kurz bevor das Silikon eingegossen wird. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Schnitt und gucken uns in der nächsten Einstellung die Kunststoffpflanzen nochmal etwas genauer an. So, hier gibt es jetzt eine Übersicht über die Plastikpflanzen, die ich für das Projekt verwenden werde. Die habe ich, wie gesagt, günstig auf eBay erstanden. Es gab bei mir da auch keine Probleme, also es ist Direktversand aus China gewesen und auch mit der Bezahlung hat alles wunderbar geklappt. Findet man, wenn man Wargame Model Trees eingibt, und wie gesagt, bei mir gab es keine Probleme und ich finde, die sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich super. Also da sollte man einfach mal gucken, was es da gibt. Unbemalt sehen sie so aus. Es gibt sie in verschiedenen Arten. Es gibt verschiedene Sorten von Palmen. In groß und in klein sind sie dabei. Und ich habe jetzt angefangen, erstmal ein paar Grundschichten mit der Airbrush aufzutragen. Später werde ich noch ein bisschen Weathering dazu packen. Aber ich finde, das sieht einfach um einiges besser aus als dieser glänzende Plastik-Look. Den Unterbewuchs werde ich aus diesen kleineren Blätter machen, die stammen von einer Plastikpflanze von IKEA und hier ist das, wird das gleiche passieren, die werden auch mit der Airbrush neu bemalt und somit wieder nicht so glänzend und so künstlich wirken, was ja oft halt einfach sich mit der Bemalung von dem eigentlichen Gelände sticht. Das war es jetzt eigentlich auch schon von der quasi von dem Work in Progress Projekt Update zu diesem Dschungelgelände Set. Wenn es euch interessiert hat und gefallen hat oder inspiriert hat, würde ich mich natürlich über ein Like und über ein Subscribe freuen. Falls ihr noch mehr Interesse habt und noch mehr Work-in-Progress-Fotos sehen wollt, dann guckt einfach auf meinem Facebook-Account oder auf Google Plus vorbei. Unter Tabletop Lenny werdet ihr da fündig und dort sieht man dann ja letztendlich alle Materialien, die verwendet wurden, unglaublich viele Detailshots, wie das Ganze gebaut wurde und. In diesem Sinne, ich wünsche euch auch viel Spaß beim Basteln und Spielen und bis die Tage. Tschüss.